Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris und auch Bula zu einem weiteren Teil von Let's Play Europa Universalis 4. In der Kakao-Tante, genau, bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen, mit der mächtigen Fiji-Horde. Und vielleicht, guck mal, wo kommt denn die hierher? Ja, komm, kannst du mal aufwerten. Werte die mal auf. Wir sind im Krieg jetzt mit, Transoxanien, glaube ich, ne? Wer war es, ne? Transoxanien, ja, genau. Um die müssen wir uns noch kümmern, kriegen wir aber alles hin. Wir hatten noch hier irgendwelche alten Schiffe. Okay, keine Schiffe, die ausgebaut werden können, das ist ja hier auch der Fall. Die Transportflotten können wir jetzt aufwerten. Können wir übrigens auch noch aufwerten. Und die können wir auch noch aufwerten. Wir haben ja Geld, ne? Da sind noch so ein paar gammelige Schiffe von den Spaniern. Die wollen wir auch noch aufwerten. Dann schauen wir mal. Geld spielt auf gar keinen Fall eine Rolle. Oh ja, ein Adliger aus der Familie mit 656, alles klar, ja, mittlerer Anspruch, super. Ulita, der, das ist der Thronfolger, ne, Utila, der Reitunfall, ich kenn das Spiel doch. Klingt ansonsten auch nach einer merkwürdigen Zeugungspraxis, könnte aber genauso gut eben auch der Name eines verehrten Thronfolger sein. Das kannst du übrigens mal gerade Russland geben. Muss mal dahin, den Rest kriegt er doch so, oder? Konvertieren wir mal noch ein bisschen. Oh, ich sehe, wo sie sind. Stopp. Oh, du meinst es nicht ernst, ne? Wie viele Schiffe habe ich da jetzt verloren? Genug. Weiß nicht, für mich sieht das gerade so aus, als wäre jetzt mit seiner Flotte da wieder weggelaufen. Viti verliert Kernprovinz in. Hau ab. Und da ist er wieder auf einmal. Auf einmal kommt er wieder um die Ecke. Ah, der kommt durch das Terrain der Ottos, okay. Transoxanien erhält Kernprovinz in Masira. Tänze dürfen schief gehen. Cool, okay. Also sauber, dann kannst du jetzt wieder zurückkommen.
So, und den wollte ich ja die ganze Zeit eigentlich irgendwo hier drüben haben. So, jetzt passt mal auf. Ich schicke den jetzt mal. Ich schicke den jetzt mal hier hin. Mach mal eine Wette, dass er abgefangen wird. Bleib mal noch ein bisschen da stehen. Brauchen wir noch einen? Gerade nicht unbedingt, oder? Weil wir sollten noch abwarten, bis wir den Fernkampfbonus bekommen. Genau, guck mal. Und du kommst jetzt hier nämlich gar nicht mehr so einfach da lang. Der ist auf dem Weg nach Mekka und du bist auch auf dem Weg nach Mekka, ne? Das ist nochmal ganz gut. Und du bist auf dem Weg darüber. Schau mal her. Dann lauf du mal hier hin. Wo war's? Hier. Aber das ist eine, genau, ja, wollte ich gerade sagen, das ist eine reguläre Provinz von uns. Das konvertieren wir einfach nur so fürs Prestige gerade. Ist jetzt bei minus 60 irgendwas. Gut, gut. Hier hin bitte. Und die sind ja nur bei 3000. Hey, cool, wir kriegen 800 Gold. Revolutionäre Ideen verbreiten sich. Hat sich nun in Yamethin und Hoffo verbreitet. Okay. Die Revolution ist hier in vollem Gange. 25 Punkte Unruhe. Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Okay, wie sieht's denn mit unseren Rekrutenreserven aus? Wir haben noch, ne? Wir können auch ruhig sagen, bau mir mal hier und hier noch so ein Stack zusammen. Wir haben ja auch noch ein bisschen was an Rekrutenreserven, ne? Ich vermute natürlich, dass das nachher noch so eines der Hauptprobleme sein wird, aber... Mach die mal. Stopp. Jo. Nee, warte. Obwohl. Löst es hier auf. Und nimm noch den einen Typen mit dazu. Dann stimmt sie auch wieder. Vom Stack her. Und hier drüben holen wir uns, glaube ich, gleich einfach mal so eine Söldnerarmee. Oh, unser Händler ist down gegangen. Wir nehmen mal den Typen mit der diplomatischen Reputation vorerst.
Ich will keinen Merkantilismus verlieren, nur damit Friesland mich mag. Partikularisten in Mauritius. Ugh. Russland, ich bin ehrlich, ich habe gerade nicht so Bock auf diesen Krieg. Vor allen Dingen, worauf ich gerade besonders wenig Bock habe, ist, dass der sich hier die Provinzen zurückholt, wenn du irgendwas anderes machst hier, was niemand interessiert. Okay. Sauber. Wir nehmen die teure. War noch hier ein Spionagenetzwerk. Das war irgendwo hier, ne? Oder? Wo habe ich sie konvertiert? Mekka nicht, weil Mekka werde ich nicht konvertieren können. Es sei denn, ich mache das zu einer Stadt. Hier unten war das irgendwo, ne? Da. Und tschüss. Gut, dann kannst du ja schon mal hier hinlaufen. Die Truppen schicken wir hier hin. Ich hatte vorhin noch ein Transportschiff irgendwo hier. Wo waren die jetzt? Da unten, ne? Kommst du dahin? Ich hoff's.
So. Wie sieht's hier aus? Mann, was willst du denn jetzt haben, Russland? Keine Rekrutenreserve mehr. Oh Gott. Das ist so gut, ne? Spanien und Russland haben sie als Feinde. Und wenn, dann rivalisieren sie mich. Ah. Hm. Frankreich geht gerade unter. Machen wir das dann noch schnell? Guck mal, da macht nur die Schweiz mit. Warte mal gerade. Die verbreiten sich von Ava aus in Guangzhou oder was? Verbreitet sich auf 3 Provinzen. Okay, pass auf, das habe ich. Wo ist die Revolution? Schön mit der Kokarde hier oder was auch immer das sein soll. Ja. Kann man dagegen effektiv irgendwas machen? Ich glaube, das soll ja so sein, dass man die nicht unterdrücken kann, ne? Ja, who knows. Na, ist schon fertig. Alter, diese Kriege, für Spanien gehen die so schnell. Bremen macht wieder mit, okay. Genau, wir haben noch einen weiteren Eroberungskriegsgrund. Pass auf. So. Hier. Damit wir da schnell unsere... Damit wir da schnell unseren Warscore bekommen. Weil wir brauchen da ja nicht so viel, ne? Auf der anderen Seite. Paris werden wir relativ schnell erobern können, ne?
nicht das. Das können wir doch alles mal Russland übertragen, ne? Ich meine, ich will da ja nichts. Ich will nichts von Transoxanien. Wir machen jetzt mal den Anfang mit Frankreich. Schnell da hoch. Wobei, jetzt musst du mir mal ganz kurz sagen, warte mal, das war hier, ne? Jetzt nicht so wild. Schwere Zeiten, sehr schwere Zeiten. Oha. Oha, oha, oha. Das war hier, ne? So, dann ist das hier ja natürlich total albern, weil wenn diese Revolution halt natürlich da, oder wenn diese Truppen, also wenn die Revolte halt hier ausbricht, ne, du bist ja niemals rechtzeitig da, um was dagegen zu machen. Es ist ja dann total albern, weil die Revolte ist erfolgreich und dann hast du die Revolution in der Provinz, dann kannst du es auch direkt erlauben, ne. Upsala, ich meine, was ist das für ein Gurkenquatsch, ne. Revolutionäre besiegt. Die Niederlage unserer revolutionären Truppen in Roet. Aha, hier haben wir es. Stellt einen großen Rückschlag für ihre Sache dar. Mit ihrem Scheitern den Staat zu stürzen, verlieren sie viele. Okay, gut. Ich revidiere das. Ehemaligen Unterstützer in Indochina. Den Glauben an die Revolution entscheiden sich unterdessen dafür, die Fortsetzung der Kaiserreich zu akzeptieren, was immer das heißt. Revolutionäre Ideen werden aus Indochina-Region entfernt. Sie können 15 Jahre lang nicht erneut verbreitet werden. Cool. Ah, okay, gut. Ich revidiere das. Also was haben wir jetzt hier? Monate und Jahre haben wir diese Sterne und bla 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 bla. Rekrutenreserve global minus 15 für die nächsten 10 Jahre. Sauber. Das ist richtig kacke. Aber was mich positiv stimmt, ist auf jeden Fall erstmal, hauen uns mal hier gerade einen Anspruch, ist, dass wir danach nur noch Portugal und Friesland haben. Und ich würde sagen, wir greifen dann Portugal an. Ne, wir greifen Friesland an, weil dann Portugal nämlich direkt auch mit dem Krieg dabei ist. Das ist dann der letzte Krieg, den wir dann, glaube ich, noch führen müssen. Und dann haben wir es zumindest geschafft, dass wir diese, Theos erlangt Einfluss? Egal. Ist schon in Ordnung.
So, ich glaube, wir müssten jetzt eigentlich den Frieden mit Frankreich machen können. Wir nehmen das hier, ne? Haben die sonst irgendwas, was für was ein Interesse für uns wäre? Nee. Ich könnte sie vassalisieren. Was insofern witzig ist, weil sie ja noch diverse Choransprüche auf Spanien hätten. Aber brauchen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier noch kernen. Und dann ist nur noch Friesland hier mit Portugal. Und wir müssen uns ja auch ein bisschen beeilen. Denn wenn wir das nicht täten, okay, sauber. Der Kreuzzug gegen Transoxanien ist weg. Imperialismus, Kriegsrung gegen Friesisch-Mexiko. Er hat Chiva freigelassen. Wir haben die Heretiker von Macau konvertiert. Wo ist Hakka? Da, also da in Shikukuan. Shikuan. Das machen wir noch schnell. Entschuldigung, nachdem er den Ruf für Frieden gekriegt hat, ist ja auch drollig, ne? Also, Transoxanien tritt Altai, Kypchak, Ijin, ganz viele Provinzen an Russland ab. Transoxanien wird von Russland geplündert. Transoxanien entlässt Chiva und Jakant in die Unabhängigkeit. Diese Nationen erhalten für 360 und wir kriegen 87 davon. Mit einem heiligen Krieg. Kriegsgrund. Super. Okay. Gut. Und also, ich meine, so die selbstgesteckten Ziele dieses Let's Plays haben wir ja im Wesentlichen erreicht. Aber ich denke, wir sollten schon noch versuchen, diese Mission zu erfüllen, dass wir hier, keine europäischen Fraktionen mehr unterwegs sind, ne? Das setzt für uns voraus, dass wir Friesland angreifen. Und dann macht Portugal mit. Als Verbündeter von Österreich. Wir rufen Swahili noch mit rein, das finde ich super. Ja, Bengalen und Gujarat, da macht keiner mit. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Wollen wir mit diesen 15.000er was machen? Ich heb mir das noch so ein bisschen auf, falls wir tatsächlich aufgrund schwindender Rekrutenreserven und Ähnlichem noch irgendwie viel viel Dingens hier wir können übrigens noch mal Merkantilismus fördern.
ich bin da jetzt nicht mehr so optimierungswütig, weil ich denke, wir machen unsere 259 pro Runde. Wir brauchen jetzt auch nicht so viel mehr zu machen. Ne? Also es reicht eigentlich, ja. Was wir machen sollten, wäre noch vielleicht die Handelshäuser nochmal ein bisschen ausbauen. Das könnte eher noch was sein. Ich stelle halt auch so ein bisschen fest, es war... Ey, das waren früher echt andere Zeiten, ne? Da konntest du hier... Da konntest du früher... so ein Spiel zocken, ohne dass du die ganze Welt konvertieren musstest, ne? Also alles, was du ja jetzt für dich so machst... also Missionare, ne? Brauchst du ja ohne Ende. Es ist ja übertrieben, ja? Also es ist ja so krass. Ist natürlich auch gerade bei uns als Animisten halt schwierig, ne? Aber schaut euch das an. Ne? Also ohne Exploits oder so kann man das ja kaum irgendwie schaffen. Wir sind jetzt hoch bei 81% religiöse Einheit. Das hat ja aber auch nur was damit zu tun, dass wir total friedlich sind. Ja? Also im wahrsten Sinne des Wortes führen wir sehr wenig Eroberungskriege. Ne? Wir geben uns ja mit dem zufrieden, was wir so haben. Ich übertreibe es da jetzt nicht mehr. Wir könnten viel größer sein. Das muss man tatsächlich ja auch sagen. Wir sind sehr treu bei unseren Verbündeten. De facto könnten wir die alle backstabben. Ja? Oder müssten das eigentlich sogar machen. Und zum Beispiel auch dieses revolutionäre Zentrum halt bei den Bengalen halt auch irgendwie loszuwerden und so. Das Geilste ist halt echt, dass es bei den Bengalen losbricht. Bei meinen langjährigen Verbündeten. Ja gut, aber könnten wir zusammen mit den Bengalen die Revolution niederschlagen? So als heilige Allianz? Man denke doch nur mal an die damalige Zeit zurück. Ja, auch alleine von der Flotte her muss man ja auch sagen, ja, die haben halt so viele Galeeren, ne? Alleine von der Flotte her, wenn wir nochmal gucken, Portugal 33, 32, die werden ja immer abhauen, ne? Die KI sucht ja selten Flottengefechte. Man kann sie manchmal so ein bisschen austricksen, aber das hat dann auch eher was damit zu tun, dass die KI das halt nicht mehr checkt, ne? Könnten wir bei Wu auch nicht einfach sagen, wir machen aus dir einen Tributstaat? Ah, ist ein himmlischer Kaiser. Stimmt, genau, die sind ja Kaiser von China. Haben halt nur nicht so viel zu lachen. Ja. Witzig. Okay, also Leute... Es ist ziemlich heftig, ich denke, also ja, wir haben halt gegen Ende sehr zurückhaltend gespielt und können das auch so ohne weiteres noch ein bisschen mitgehen. Wir versuchen jetzt im nächsten Part dann unsere letzten Missionen so abzuschließen, wobei ich natürlich halt hier auch sagen muss, ne, mit diesem Unruhegedöns und so, ey, das ist uns vollkommen egal. Aber zumindest hier... die Europäer aus unserer Region zu vertreiben, das halte ich noch für eine sehr sinnvolle Sache, weil das ja auch so ein bisschen zu dem passt, was wir uns auch so ausgesucht hatten. Und die Invasion aus dem Abendland haben wir ja auch geschafft. Ich meine, man hat es, glaube ich, ganz gut gesehen, wie man hier mit Fidschi auch relativ stark mit dieser Flotte halt eben spielen kann. Wir sind eine überlegene Seefahrernation, das haben wir ja wirklich gut hinbekommen. Und wir versuchen einfach diese... Wir haben konsequent diese ganzen Inseln und Kleinstaaten überrannt, ne? Und haben uns die immer geholt. Das hat echt gut geklappt. Also das war echt ganz nice. Was wir jetzt halt eigentlich auch hätten machen können und das vielleicht nur noch mal ganz kurz, warum wir das ja nicht gemacht haben. Mir war es ein bisschen zu aufwendig, ganz ehrlich. Aber was wir halt auch hätten machen können oder machen müssen, ist halt natürlich stärker noch dem Handel hinterherlaufen. Also zum Beispiel das Bengal-Delta. Das wäre eigentlich unsere nächste Anlaufstelle gewesen. Das Bündnis mit den, schon vor langer Zeit allerdings, das Bündnis mit den Bengalen auflösen, einen anderen Verbündeten finden und dann das Bengal-Delta erobern. Um da halt eben den nächsten Handelsknotenpunkt zu errichten. Damit wir noch stärker halt mit unseren Handelshäusern auch spielen können. Ne? Denn da haben wir ja sehr, da sind wir einfach super zurückhaltend gewesen und so. Ne? Naja.
Ich sag mal, an der Stelle macht's gut, bis zum nächsten Mal. Pax Vobiscum, Valete.